Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Helpdesk-Webinar Stereo Trader. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FXZ-Wertpapierhandelsbank zu dem heutigen Webinar. Ja, Helpdesk, Fragen und Antworten. Das heißt, nutzen Sie bitte die Möglichkeit, hier über die Chat-Funktion Fragen zu stellen, ja, das Webinar interaktiv zu begleiten. Direkt an Dirk Hilger, den ich natürlich auch ganz herzlich begrüßen darf. Und ja, diese Chance hier in diesem Webinar, dann wirklich das, was Sie interessiert, hier zu klären, nutzen Sie das. Sie sehen ja schon die FXZ-Homepage. Ja, wenn Sie sich nochmal über den Stereo-Trader informieren möchten, falls Sie sich noch nicht so gut mit der Software auskennen oder die noch gar nicht so gut kennen, ja, schauen Sie einfach bei uns auf Handelsplattformen. Und hier ist Stereo Trader. Ja, da finden Sie die wichtigsten Infos. Was ist der Stereo Trader eigentlich? Können den natürlich hier auch testen. Download finden Sie hier. Ja, und sich natürlich auch dann dafür registrieren. Einige Highlights sind hier unten aufgeführt. Ja, und natürlich haben wir auch im Trainingsbereich unter Videos die ganzen aufgezeichneten Webinare aus der Vergangenheit. Wir führen das ja regelmäßig hier mit Dirk gemeinsam durch. Ganz wichtig möchte ich auch noch zu Beginn erwähnen, der Stereo Trader Day rückt immer näher. Hier sieht man es auch direkt schon. Ja, am Freitag, den 13. April. Ja, also dauert gar nicht mehr so lange in Köln. Das heißt, wir Düsseldorfer kommen da natürlich gerne nach Köln. Auch natürlich generell kommen wir gerne nach Köln, aber insbesondere an diesem Tag. Ja, und da werden Sie die geballte Power rund um den Stereo Trader live erleben. Ja, wenn Sie da Fragen zu haben, melden sich gerne da bei uns. Gut, Dirk, ich möchte ich möchte dich gar nicht jetzt lange auf die Folter spannen, sondern dich auch direkt jetzt zum Organisator ernennen und dann können wir direkt loslegen. Ja, Ihnen viel Spaß bei dem Helpdesk-Webinar und ja, Dirk, dein Bildschirm ist zu sehen und hören kann ich dich, glaube ich, auch schon. Was war das denn für ein kläglicher Versuch, Düsseldorfer und Kölner hier zu versöhnen, den du da gerade losgelassen hast? Ich glaube, so Warum kläglich? alle, die nicht aus dem Rheinland kommen, verstehen das ja vielleicht gar nicht so. Aber wo du gerade gesagt hast, dann kommen wir Düsseldorfer auch gerne mal nach Köln. Wir kommen natürlich auch sonst gerne nach Köln, hast du ja noch hinzugefügt. Ja. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja, das muss man wissen, wenn man nicht aus NRW kommt. Ein Düsseldorfer kommt niemals freiwillig nach Köln. Ja, da brauchst du schon irgendwie doch einen besonderen Anlass. Eigentlich Sonst ist hast du recht. Ja, stimmt schon. das, ja. Aber schön, dass du es wenigstens versucht hast. War zwar nicht glaubwürdig, aber es ist in Ordnung. Ja, wenn wir beim Fußball schon nicht in einer Liga spielen, ne? Mal schauen, was nächste Saison ist. Ja. Ja, an der Stelle dann natürlich auch hallo und herzlich willkommen von meiner Seite zum Helpdesk-Webinar. Und wie immer geht es hier darum, halt möglichst ja, Problemchen, kleine Schmerzen irgendwo auszumerzen, wenn irgendwo was aufgetaucht ist, oder halt eben auch Funktionen zu erklären, die sich vielleicht sonst nicht so ganz erschließen. Das heißt, wir sind jetzt hier in dem Webinar, es ist halt wirklich reines Zuspielen. Das heißt, wir sind jetzt wirklich darauf angewiesen, dass halt hier möglichst viel an Fragen reinkommt. Wir werden uns dann davon möglichst alles auch rauspicken, beziehungsweise möglichst alles beantworten und ansonsten dann halt die Sachen rauspicken, wo wir dann halt eben der Meinung sind, okay, das ist jetzt nicht irgendwie ein Einzelfall, der in Support gehört, sondern eben der dann halt auch ja, mehrere von den hier von den Teilnehmern entsprechend auch interessiert. Dirk, kurze Frage. Und ja. Soll ich die Fragen gleich vorlesen? Sollen wir das interaktiv irgendwie machen oder hast du selber Zugriff? Möchtest du das alleine abarbeiten? Also du kannst mir, ja, sowohl als auch, also ich, Okay. ne, wenn da halt irgendwie was dazwischen kommt, was irgendwie gleiche Thematik ist, sehe ich natürlich halt, während ich was erkläre, nicht so gut wie du. Von daher darfst du mir da gerne dazwischen funken jederzeit. Okay, super. Ja. Kann ich die Fragen eigentlich sehen? Wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich wahrscheinlich hier das Problem, dass hier alles auf dem Hauptbildschirm aufploppt. Das ist ja irgendwie ganz oft so. Ich versuche es trotzdem mal. Ah, nee, funktioniert ausnahmsweise mal. Das ist doch schön. So, okay, so die ersten Fragen sind ja auch da. Und dann gucken wir mal an der Stelle. So, einen Moment. Also mein Bildschirm ist zu sehen, gehe ich mal von aus. Ja, kann man bis jetzt noch
Keine Beschwerde. Nee, alles super. Beziehungsweise. Bestens. Perfekt. Okay, wunderbar. Vielleicht kann der Düsseldorfer richtiges Bier trinken. Das kannst du vergessen. Das steht hier als erste Frage. Okay. Da halte ich mich jetzt raus. Ich muss hier gerade noch in meinem Bildschirm hier was umsortieren, damit es auch funktioniert. So, da sind wir doch. So, vermutlich war schon öfters Thema, wie stelle ich am besten gut sichtbar, zum Beispiel im DAO, die Handelszeit von 8 bis 22 Uhr ein. Ja, das ist das altbekannte Thema, dass wir die 24-Stunden-Kurse haben. Das geht mit Offline-Charts. Das Problem ist nur, ich bin da wirklich der absolut falsche Ansprechpartner. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man das macht. Ja, also ich habe noch nie mit Offline-Charts gearbeitet. Von daher muss ich an der Stelle leider wirklich passen. Also das könnten wir aber gerne mal halt irgendwie fürs nächste Mal mal vormerken, weil das ist ja doch ein Punkt, der irgendwie in der Tat schon öfters irgendwie auch gefragt worden ist. Das stimmt. Aber ich muss da leider wirklich passen. Ich weiß, dass es geht. Wie gesagt, Stichwort ist Offline-Charts. Aber tut mir leid, wenn ich an der Stelle jetzt leider wirklich da nicht weiterhelfen kann. Also nur konkret für diejenigen, die halt hier auch mithören. Es geht darum halt, wie man entsprechend halt das so ausblenden kann, dass man nur die Kerzen hat von dem Zeitraum, den man halt möchte. Das wäre halt zum Beispiel beim DAX entsprechend halt logischerweise 8 Uhr bis 22 Uhr und ein Dow Jones dann halt zum Beispiel die Kassazeiten, ja. Und das geht, wie gesagt, mit Offline-Charts, da vielleicht auch einfach mal danach googeln oder halt auch mal auf der Seite von Metaquotes mal nachgucken, also von MQL5. Dort ist mit Sicherheit auch was zum Thema Offline-Charts zu finden. Und da geht das bestimmt, beziehungsweise dass wir da eine Lösung finden. Ansonsten machen wir es, wie gesagt, gerne dann entsprechend mal beim nächsten Mal. So, das war die Nina. Hallo Nina. So, der Stefan. Hallo Dirk, wie kann ich eine Strategie anlegen und wie kann ich diese isolieren? Ich habe kein Video dazu gefunden. Okay, also Strategien isolieren. Eine ganz wichtige Sache, beziehungsweise halt ein Feature, was es ja auch so in der Form, glaube ich, wirklich nur im Stereo Trader gibt und sonst irgendwie nirgends. Und was es damit auf sich hat, ist eben halt die Tatsache, dass man mit dem Stereo Trader auf einem demselben Konto letzten Endes mehrere Strategien gleichzeitig handeln kann. Ich mache das selber halt auch, so dass man sich da halt nicht ins Gehege kommt. Das heißt, ich kann zum Beispiel in einem Chart, kann ich dann halt jetzt zum Beispiel halt hier habe ich gerade den Dow Jones, wenn ich sage, okay, hier will ich halt irgendwie skypen und dann kann ich entsprechend noch einen zweiten Dow Jones aufmachen, hier US30 Mini ist das an der Stelle. So, legt die nebeneinander und jetzt habe ich ja halt so erstmal das Problem, dass wenn ich jetzt hier als Beispiel eine Order aufgebe, dass ich die dann halt hier auch habe und dann hier aber nichts machen kann. Also ich habe einen aktiven Chart hier auf der linken Seite und einen passiven Chart auf der rechten Seite. So, und die kann ich, das wissen übrigens viele nicht, ja, um das vielleicht auch mal ganz kurz hier einzustreuen, es gehört nämlich zum Thema, man kann das relativ oder sehr schnell umschalten, ja, also generell die Standardumschaltung wäre die, ich gehe hier übers Menü und hier sieht man, ist passiv das Ganze und ich kann das ganz einfach aktivieren, indem ich hier aktiv klicke, ich hoffe, das funktioniert, das ist bei mir in meiner Version, weil ich bin ja immer in der Bastelversion unterwegs und so, Sekunde. So, das heißt, auf diese Art und Weise funktioniert es halt, ja, also hier übers Menü und dann dort auf aktiv. Und es gibt noch eine wesentlich schnellere Variante, nämlich wenn ich hier mit Shift auf das Logo klicke, also mit Shift auf das Stereo Trader Logo und dann geht das mit einem Klick. Da muss ich gar nicht erst ins Menü an der Stelle rein. Ja, das ist also ein bisschen bequemer natürlich, beziehungsweise wenn es dann mal schnell gehen muss, weil man irgendwie gerade was zu hatte und das nochmal aufmachen möchte. Und dann ist das an der Stelle so ein bisschen eleganter, beziehungsweise ein bisschen schneller halt.
So, also mit Shift. Und um das eben zu vermeiden, so dass ich halt, das war ja die Frage, entsprechend halt hier mehrere Strategien gleichzeitig handeln kann, kann ich halt verschiedene Strategienamen vergeben. Und das mache ich halt einfach auch übers Menü wiederum. Das heißt, hier bin ich jetzt beides halt gleich, ja, ist kein Strategiename vergeben. Und deswegen würde sich hier beides gegenseitig beeinflussen. Und deswegen ist es immer so, dass nur ein Chart entsprechend aktiv sein kann und der andere ist dann halt passiv. Um das zu vermeiden, beziehungsweise um eben mehrere Strategien gleichzeitig zu handeln, gehe ich hier oben einfach aufs Logo. Also einmal klick da drauf und dann halt hier entsprechend bei Strategie. Dort vergebe ich einfach einen Namen. Ja, ich nenne das jetzt einfach zum Beispiel Strategie 2. Ja, nur mal als Beispiel. Das heißt, man kann hier wirklich frei den Namen vergeben oder halt auch eine Nummer eingeben. Und weil letzten Endes wird sowieso der Name nur intern in eine Nummer umgewandelt und die sieht man dann halt zum Beispiel hier. So, und sobald ich jetzt hier auf Strategie wechseln gehe, dann habe ich hier meine Trades, also auf der rechten Seite, die ich vorhin sowieso schon hatte. Und hier ist jetzt ganz einfach leer, ja, weil es halt jetzt einfach isoliert ist. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel anfange zu handeln, sei es jetzt halt irgendwie Short oder Long, spielt überhaupt gar keine Rolle, ist, wie gesagt, komplett isoliert, kann ich jetzt hier zum Beispiel Long gehen, ja, machen wir Stop-Loss mal aus, weil das bewegt sich ein bisschen schnell hier, nicht, dass hier gleich alles weg ist. So, und dann sieht man hier ganz einfach auf der linken Seite, kann ich jetzt zum Beispiel Long handeln, auf der rechten Seite und bin ich Short. Also hier ist zum Beispiel jetzt mein Ausbruchshandel und hier sage ich, okay, der Dow, der kommt wieder hoch und ich fange mal hier an, irgendwie eine Long-Position aufzubauen. Und entsprechend natürlich halt auch, ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel dann halt jetzt anfange zu trailen, ich mache mal halt hier zum Beispiel den TA6. So, das heißt dann entsprechend auch, wenn ich anfange, die Position hier aufzulösen, mache ein bisschen größer, und dann kriegt man da auf der linken Seite überhaupt nichts mit davon. Ja, der fängt jetzt hier an zu trailen. So, und links ist einfach ganz normal mein Long Trade auf. Rechts habe ich jetzt meine Position geschlossen und links ist nichts passiert. So, damit sind die Strategien komplett voneinander isoliert und das betrifft natürlich auch die Statistik. Das ist natürlich halt auch ein Riesenvorteil, weil so kann ich halt einfach auch zum Beispiel halt Strategien auch komplett getrennt voneinander auswerten. Ja, das, so sehe ich halt hier zum Beispiel, gut, da ist jetzt noch nichts drin, ja, der ist ja noch aktiv, aber hier sehe ich dann jetzt halt zum Beispiel, okay, das war halt hier meine Ausbruchsstrategie, die sieht aktuell nicht so gut aus, wobei das ist natürlich halt auch ein Demokonto, was ich für Funktionstest benutze, ist jetzt nicht unbedingt die große Aussagekraft hier. Ja, aber so habe ich halt hier generell alles, was ich jetzt hier in dieser Strategie habe, die hat übrigens keinen Namen, ja, das heißt, das sind einfach alle Trades ohne expliziten Strategienamen, die habe ich halt alle hier drin. Und hier hätte ich jetzt zum Beispiel dann nur mein Long Swing, ja, jetzt nur mal als Beispiel. Und so kann ich das halt dann auch entsprechend komplett voneinander trennen und kann dann auch die Strategien getrennt bewerten. So, also wie gesagt, hier oben Klick aufs Logo, bei Strategie einen Namen ausdenken, auf Strategie wechseln klicken und dann bin ich da drin. Und so ist natürlich auch nachher, also wenn als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das einfach mal zumache und mache das Fenster nochmal neu auf, angenommen, ich habe den MetaTrader, den StereoTrader neu geladen an der Stelle und dann muss ich es ganz genauso machen, das heißt, erstmal per Standard findet er die nicht, ja. Das heißt, auch hier Klick aufs Logo, dann auf Strategie und dann kann ich hier mit hoch und runter oder wenn die Liste ein bisschen länger ist, kann man es auch anders auswählen. Einfach hier die Strategie auswählen, die ich möchte, Strategie wechseln und dann wird die entsprechend angezeigt. Sieht man auch übrigens hier unten, ja, im Terminal, also wenn dort das Kommentarfeld angezeigt ist, steht dort entsprechend auch drin Strategie 2. Ja, so kann man das halt auch entsprechend dort noch auseinanderhalten. Was man dazu noch sagen muss, ist, würde ich jetzt zum Beispiel unterwegs auf dem iPad oder wo auch immer einen Trade aufgeben, dann erscheint der immer in der namenlosen Strategie. Das heißt,
der würde automatisch hier eingefangen werden und würde dann hier erscheinen. Kann ich jetzt nicht machen, weil ich das Demo-Konto jetzt nicht auf dem iPad habe, aber ist tatsächlich der Fall und entsprechend logischerweise nicht hier in der anderen Strategie. Und macht dann entsprechend Sinn, wenn man also gerade für langfristigere Geschichten da halt einen eigenen Strategienamen zu vergeben, weil man es einfach viel besser im Auge behalten kann und sich dann auch nicht selber irgendwo eine Falle stellt, wenn man halt zum Beispiel unterwegs eine Position schließt oder irgendwas. War das soweit verstanden? Falls irgendwelche zusätzlichen Fragen noch dazu sind, einfach her damit. Aber ich denke, das war verständlich. So, wie lange bleibt der Strategiename im System, fragt der Roman. Also grundsätzlich ist es so, was heißt im System? Also die Trades, die ich jetzt hier aufgebe mit dem zweiten Strategienamen, die landen ja sowieso beim Server. Die sind ja sowieso auf dem Server. Das heißt, solange der Trade existiert, habe ich auch Zugriff darauf unter dem Strategienamen, weil das wird ja vom Broker jetzt nicht geändert. Ja, also von daher sozusagen, solange das Konto da ist, bleibt auch die Strategie erhalten. Und ansonsten werden halt alle Einstellungen, die ich halt jetzt innerhalb dieser Strategie mache, sei es jetzt egal was, also hier bei Trading irgendwelche Einstellungen oder auch die Farben, weiß der Kuckuck was, das bleibt halt alles eigentlich so lange erhalten, wie entsprechend halt auch hier alles installiert ist, beziehungsweise da keine Setups gelöscht werden. Also eigentlich sozusagen ewig. Ja. In der nächsten Version wird es so sein, sieht man auch hier, dass ich es hier auch resetten kann. Und dann würden entsprechend halt, wenn ich halt zum Beispiel jetzt, da kann ich halt, das sieht man hier mit angezeigt, ich kann halt zum Beispiel alle Einstellungen löschen, dann wäre die natürlich weg, die Strategie. Ja. Also die Einstellungen eben auch zu der Strategie. Das heißt, nicht nur die Trades von der Strategie werden halt separat auf dem Broker-Server geführt, ja, entsprechend mit dem Kommentarfeld auseinandergehalten, sondern eben auch die Einstellungen werden dann pro Strategie auch immer gespeichert. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Standard-Stop-Loss von 40 habe und auf der anderen Seite von 10 und dann bleibt entsprechend für diese Strategie auch der Stop-Loss und so weiter erhalten. So, also von daher quasi immer. So, da fragt jemand, ein HASC, der Name sagt mir jetzt nicht viel, du sprichst von iPad und auf dem Mac, das ist natürlich auch so ein Thema, es wird ja oft irgendwie auch gefragt, funktioniert das Ganze auf Mac, weil es gibt ja auch den MetaTrader für den Mac, das stimmt so nicht, ja, es gibt keinen MetaTrader für den Mac, was es gibt, ist, das nennt sich Wine und das ist so eine Emulationsumgebung, die also so tut, als wäre Windows quasi vorhanden. Und das ist aber kein Windows und es funktioniert auch nicht sauber, muss man ganz klar dazu sagen. Und ich kann es jetzt hier nicht demonstrieren, weil ich es schlichtweg nicht drauf habe. Ich habe das aber mal installiert irgendwann. Man kriegt zwar den StereoTrader da irgendwie reingewurstelt, aber ich kann aus Erfahrung sagen, es wird definitiv Probleme geben. Sollte man nicht machen. Wenn man auf dem Mac unterwegs ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist die, die ihr hier sehen könnt. Das ist Parallels, nennt sich das. Und Parallels ist halt eine Software von einem Drittanbieter. Und dort ist es dann entsprechend so, dass ich halt Windows sozusagen als Programm auf dem Mac installieren kann und innerhalb von diesem Programm, also innerhalb von Windows, auch ganz normal alles installieren kann. Ja? Das heißt, das läuft wirklich extrem sauber und auch von der Performance völlig ohne Probleme und kann ich auch nur jedem empfehlen, der jetzt irgendwie nicht auf dem VPS möchte. Und also ich nutze es halt hier zum Beispiel als Entwicklungsumgebung, weil es halt einfach wirklich das sauberste Windows ist, was ich auch je hatte. Und die andere Variante ist entsprechend VPS-System. Und das heißt, da gibt es ja mehrere Anbieter. Ich habe ja auch einen zum Beispiel bei mir in der Gruppe auch unter den Empfehlungen drin. Und nicht, weil ich da jetzt horrende Provisionen kassiere, sondern ganz einfach, weil die verlässlich sind. Die sind extrem günstig, finde ich. Und da reicht halt auch die kleinste Variante, die irgendwie, glaube ich, 15 Euro oder sowas im Monat kostet. Und dort hat man dann halt den Vorteil, dass man dort den MetaTrader und den StereoTrader installiert und greift entsprechend per Fernbedienung sozusagen drauf zu. Läuft dann 24 Stunden am Stück. Das heißt, man muss auch nie neu starten und kann vor allen Dingen Automationen
jetzt zum Beispiel Trading Stops oder sowas, dann halt entsprechend auch über Tage, Wochen oder wie lange auch immer dann auch durchlaufen lassen. Und der VPS-Anbieter, das ist vpsserver.com. Wie gesagt, einen Link gibt es in der Gruppe und kann ich aber gerne später auch noch mal reinstellen. Und weil, was auch noch ein Vorteil dort ist, das ist nämlich der, ich kann meinen Serverstandort auswählen und ich weiß gar nicht, wo ist denn der Server von FXFlat? Michael, wo steht denn der eigentlich? Ist das London oder ist überhaupt noch da? Nee, ich glaube, er ist. Ich bin da, klar. Ah, da ist er. Ja, also wir haben verschiedene Server, ne? Also auch auf verschiedenen Kontinenten verteilt, ne? Also auch als Backup. Ja. Ja. Und der Hauptserver steht aber, glaube ich, wirklich in London, oder? Meine ich das nur? Oder verwechsel ich da was? Nee, genau, das ist richtig. Ja, aber wir haben jetzt auch einen hier in Deutschland jetzt neuerdings und das läuft auch parallel. Ja, okay. Nee, weil ich habe mich bei mir dann auch Serverstandort London ausgewählt und da hat man natürlich auch von den Latenzzeiten ist man dann natürlich auch extrem schnell. Ja. Und hat dann halt auch die beste Ausführung eigentlich. Also das kann ich jedem empfehlen. Zum Handeln auf jeden Fall würde ich immer auf VPS gehen, niemals auf ein lokales System, weil jederzeit kann mir hier irgendwie mal das Internet mal irgendwie wegfallen. Die meisten haben ja auch ohnehin ein ADSL, das heißt, dass sowieso alle 24 Stunden sich neu einwählt. Und das ist dann, kann dann auch immer schon mal ein Problem sein. Und entsprechend auf dem VPS habe ich gar keine Verbindungsunterbrechung. So, dann fragt noch jemand, der Thomas hier zur Strategie, kann man die speichern und später wieder aufrufen? Habe ich ja vorhin schon gezeigt. Ich denke, das ist beantwortet. Okay. So, dann haben wir hier, wir möchten im Programm den ursprünglichen SL löschen und einen neuen setzen. Das Programm für diese Aktion aber nicht aus, fragt der Peter. Da brauche ich mal irgendwie bisschen genauere Infos, was ist mit Programm gemeint, wo ist, was soll da genau passieren, da kann ich da drauf eingehen. So, was haben wir noch? Funktioniert auch die MQL 5 VPS-Lesung? Nein, fragt der Frank. Also VPS, es gibt von Metacodes, ich weiß nicht mehr, wie dieser Begriff heißt, Michael, weißt du das? Die haben so einen speziellen Begriff dafür, wo sie dann auch irgendwie sagen, es ist besser als VPS und so weiter. Ich bin Andreas, nochmal, sorry, aber Entschuldigung. Bin ich jetzt auch überfragt, das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt nicht so den Schwerpunkt. Der ist ja bei mir eher CapTrader. Da müsste ich nochmal ans FXFET-Team dann weitergeben. Ja. Der Frank hat das gefragt. Kannst du mal kurz nochmal dazu schreiben, wie das heißt? Ich weiß es nämlich auf Anhieb nicht auswendig. Irgendwas mit Virtual Hosted, schieß mich tot. Und wird auf jeden Fall von Metacodes angeboten und wie gesagt beworben mit dem Zusatz, dass es halt besser als VPS sei. Es hat mit VPS eigentlich überhaupt nichts zu tun, was die da anbieten. Und Problem ist dort ganz einfach, dass es keine grafische Unterstützung gibt und beziehungsweise Interaktion möglich ist. Deswegen funktioniert das, was MQL bzw. Metacodes da anbietet, nicht mit dem Stereotrader. Und von daher, das ist günstig, ich weiß das, aber das hat keinen Sinn. Also das braucht man auch gar nicht erst zu probieren dafür. Dann fragt der Karl, was hast du eine Einstellung, Schriftgröße und so weiter? Also, ich weiß, dass einige mit Windows 10 unterwegs sind und da halt teilweise falsche Darstellungen haben. Der ganze Stereotrader ist von Haus aus auf eine native Bildschirmgröße eingestellt. Das heißt also, alles ist 1:1 und entsprechend sind die Einstellungen, die ich hier habe, die sind einfach, kann ich kurz zeigen, also letzten Endes die Standardeinstellung, Systemschriftgröße 1, interne Schriftgröße 1 und die Anzeigegröße steht auf normal. Und es kann halt sein, also bei Windows 10, das ist so ein bisschen das Problem, weil man dort ja halt auch mit UHD-Displays und so weiter arbeiten kann, dass da die Schrift halt so ein bisschen verzerrt ist.
und beziehungsweise dass man da halt nachjustieren muss. Und das kann man dann halt letzten Endes, muss man da leider Gottes ein bisschen probieren. Man kann es versuchen, wenn man da eine verzerrte Schrift hat, hier zum Beispiel mit den Presets, die da drin sind, UHD-Display, 200% oder 150%, kann man versuchen, wenn es dann immer noch nicht so aussieht, ja, wie es bei mir aussieht von der Schriftgröße, dann kann man immer noch hier an den Schriftgrößenfaktoren halt ein bisschen nach oben und nach unten, sollte man mit kleinen Schritten machen und vorsichtig, und weil ansonsten kann es passieren, dass man ruckzuck dann gar nichts mehr sieht, ja. Das ist halt leider nicht zu vermeiden, momentan zumindest nicht. Ich hoffe, dass es da von Windows auch mal was gibt, dass man darauf zugreifen kann, weil es muss halt intern, muss halt umgerechnet werden. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier gemacht habe, gab es das noch nicht. Ich muss selber mich mal da auf den neuesten Stand bringen. Eventuell hat sich da was getan, so dass man das Problem ein bisschen einfacher aus der Welt schaffen kann. Man kann es aber manuell auf jeden Fall komplett aus der Welt schaffen. Wie gesagt, wenn man da halt mit diesen beiden Werten mal ein bisschen rumspielt, solange bis das Ergebnis entsprechend auch stimmt. So, der Frank hat leider nichts mehr dazu gesagt, wie das heißt, die VPS-Geschichte hier von Meta-Quotes. Sonst wäre ich da gerne mal drauf eingegangen. So, dann nochmal der Peter, Programm, Verkauf, Verkauf, welches Programm? Also, der Peter fragt, nochmal Peter, du hast vorhin gefragt, wir möchten im Programm den ursprünglichen SL löschen. Welches Programm? Ich kann mit dieser Frage leider überhaupt nichts anfangen. Da brauche ich ein bisschen mehr Angaben dazu. Ach so, du sprichst von Automation. Okay. Ich glaube, das machen wir, das betrifft wahrscheinlich die wenigsten hier. Und das soll man vielleicht mal irgendwie besser, oder ich stelle es mal kurz hinten an, vielleicht dann eher im Support dann lösen, weil Programmierung, schätze ich mal, sind die meisten, die hier dabei sind, ja nicht unbedingt unterwegs, aber ich gucke mir das gerne an. Und eine Lösung gibt es mit Sicherheit dazu. So, dann fragt VE, warum wird mir der Stop-Loss nicht bei einer Limit-Order angezeigt, erst wenn die Position eröffnet wird. Das liegt daran, das ist der Stereo-Future-Modus und gehört zu den Basics vom Stereo-Trader. Generell würde ich halt auch unbedingt empfehlen, also alle, die neu sind mit dem Stereo-Trader, wir haben hier mit FX Flat schon vor, ist es fast ein Jahr her, mal eine Einführungsreihe gemacht. Und diese Webinare sind auch alle online bei YouTube. Und sind auch, glaube ich, bei euch verlinkt, Andreas, oder? Also wenn nicht, dann einfach mal bei YouTube mal gucken, nach Stereo Trader suchen. Und dort gibt es eine Unterabteilung und die heißt, glaube ich, Lessons. Und dort sind die auf jeden Fall alle drin, also diese Webinare. Und da versteht man auch mal generell, was der Unterschied ist, beziehungsweise weshalb die Frage eigentlich obsolet ist, warum erscheint, wenn ich eine Limit-Order setze, warum habe ich da keinen Stop-Loss und Take-Profit? Hier erkennt man es nicht sofort. Hier kann ich es aber ganz einfach zeigen, warum das so ist. Moment, mal kurz ein bisschen hochschieben. Und zwar aus dem einfachen Grund, der Stereo-Future-Modus, der arbeitet ja letzten Endes wie der normale Börsenhandel oder wie ein Future halt eben auch. Das heißt, alle Positionen, die hier reinkommen, werden ja letzten Endes akkumuliert. Das heißt, die werden halt zusammengerechnet, so dass ich ja immer nur einen Break-Even handle. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch einen Long dazugeben würde an der Stelle, so, dann springt ja mein Break-Even entsprechend runter, weil das ist ja halt einfach nur mein Mittelwert jetzt an der Stelle. Und mein Stop-Loss bezieht sich immer auf den Mittelwert. Und logischerweise ist es halt dann auch so, wenn man sich hier im Detail anguckt, ich habe da jetzt zwei Long-Positionen drin. Sobald ich den Stop-Loss verschiebe, ändert sich der Stop-Loss für beide Teilpositionen. Und da macht es natürlich gar keinen Sinn, wenn ich jetzt hier eine Limit-Order setze und die hat einen anderen Stop-Loss. Das funktioniert ja nicht, ja? Sondern, weil wie jetzt hier in dem Fall, wenn die gefillt wird, wird die ja nur dazu addiert zu der anderen Position. Und der Stop-Loss, den ich da drin habe, der entsprechend verändert sich ja nicht, sondern der wird angewendet auf das, was dazukommt. Das heißt,
Die dritte Position jetzt hier an der Stelle, das sieht man ja hier schön, die hat dann letzten Endes auch nur den gleichen Stop-Loss wie die davor. Und das liegt eben an dieser Akkumulierung von, beziehungsweise Saldierung von den Positionen, ist ja letzten Endes dasselbe. Und das ist eben der Grund. Deswegen macht es gar keinen Sinn, ja, in eine Limit-Order, zumindest nicht in diesem Modus, jetzt einen Stop-Loss und Take-Profit dazu zu fügen, weil ich steuere das ja letzten Endes immer hier über meinen Pool. Dort steht ja drin, was kriegt das, was an Positionen reinkommt, letzten Endes für einen Stop-Loss und für einen Take-Profit. Ja, und nicht die Einzelpositionen. Und genauso ja zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Gegenorder mache, wenn ich jetzt hier irgendwo oben Short gehe, wäre ja genau das Gleiche. Warum soll ich hier einen Stop-Loss setzen können? Weil, wie man sieht, die Short-Position hat ja nur meine Long-Position verkleinert, weil ich habe hier oben verkauft. Und so funktioniert eben klassischer Börsenhandel, ja, und deswegen macht es da auch gar keinen Sinn, beziehungsweise klassischer Future-Handel. Und man kann aber natürlich, wenn man den Modus ändert, ja, also wenn ich jetzt hier als Beispiel, dazu muss ich auf im Setup auf Trading und wo hier Stereo Future ausgewählt ist, muss ich dann Single Hedge auswählen. Das ist der normale MetaTrader-Modus und wenn ich dort jetzt eine Limit-Order zum Beispiel in den Markt gebe, das dauert bei mir immer alles ein bisschen länger, weil das Video immer noch parallel aufgezeichnet wird, dann sieht es auch hier direkt anders aus. Ja? Das heißt, ich habe hier neue Einzelorder stehen, an der Stelle, wo hier Pool steht. Hier gibt es keinen Pool, weil hier wird nichts zusammengefasst. Entsprechend ist es so, ja, wenn ich jetzt hier Stop-Loss 20, Take-Profit 40 und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Limit-Order setze, ja, zum Beispiel hier unten hin, dann hat die logischerweise auch einen Stop-Loss und einen Take-Profit, jeder einzelne. Das ist aber auch deswegen so, weil die ja auch alle einzeln abgearbeitet werden. Ja? Da wird nichts zusammengefasst. Und das ist eben der normale Modus im MetaTrader, also der normale Handelsmodus, hier jetzt ein bisschen anders dargestellt von der Optik, aber vom Prinzip her ist das der normale Modus. Und genauso, wenn ich jetzt hier Market gehe, so, dann habe ich die nächste drin und gut, ich finde das jetzt nicht so übersichtlich, wie es zum Beispiel hier ist. Das sieht man ja auf den ersten Blick. Aber entsprechend habe ich aber hier trotzdem eigene Stop-Loss und eigene Take-Profits. Ja? Und auch bei den ganzen Limit-Stop-Order und so weiter und so fort. Ja? Das ist halt eben entsprechend der Unterschied. So, mal kurz weg, nur mal zur Übersichtlichkeit, aber von der Funktionalität. Ja, also das, was ich jetzt habe hier an Zugriffsmöglichkeiten, ist das Gleiche zwar wie hier, aber hier eben, wie gesagt, auf Einzelpositionen. Und deswegen habe ich auch schon erlebt, ja, wo dann halt zum Beispiel Anwender gesagt haben, ja, wenn ich jetzt hier bei irgendwie Stop-Loss, Take-Profit, da passiert ja gar nichts, ja. So, müsste sich doch irgendwie verändern. Nein, weil das hier, das Feld bezieht sich immer nur auf die neue Order. Und hier ist es der Pool. Das heißt, wenn ich hier Stop-Loss ein- und ausschalte, so, dann macht er das weg und bezieht es direkt auf alle Positionen, die vorhanden sind. Hier betrifft es nur die neuen Positionen. Wenn ich hier zum Beispiel halt was an bestehenden Positionen ändern will, einmal da draufklicken, dann auf Order bearbeiten und dann habe ich hier Zugriff auf Stop-Loss, Take-Profit oder halt auch Trading-Stop. Das heißt, hier kann ich dann auch logischerweise alle Positionen zum Beispiel einzeln trailen oder unterschiedlich trailen. Ja. Ist so ein bisschen Geschmackssache, also viele, die vom MetaTrader kommen, das sind ja längst nicht alle, die mit dem Stereo-Trader arbeiten, sind auch viele dabei, die von anderen Plattformen kommen und auch aus dem Future-Handel, die kennen das gar nicht anders so, als wie jetzt mit dem Stereo-Future-Modus, aber halt die MetaTrader-Anwender, die kennen das halt wirklich nur mit den Einzelpositionen. Und da ist meines Erachtens sich damit mal anzufreunden, lohnt sich meines Erachtens, zumal im MetaTrader 5, wenn man dort letzten Endes, wenn es dann halt an den Future-Handel geht, wird es ohnehin nicht mehr anders gehen. Dort wird ja dann auch alles genauso zusammengefasst wie hier. Und der Stereo-Trader kann aber eben beides. Und deswegen kann man eben überhaupt den Modus auch auswählen. Also wie gesagt, hier der Standard, das ist Stereo-Future-Modus, da wird alles zusammengefasst. Und der normale Modus ist Single Hedge und dort habe ich dann entsprechend auch unterschiedlichen Stop-Loss und Take-Profit. Es gibt noch ein paar andere Modi, aber dazu findet man auch nähere Erklärungen dann in den Webinaren, die eben
online sind. Ist übrigens, soweit ich weiß, auch die einzige Plattform, wo man überhaupt den Handelsmodus auswählen kann, weil normalerweise ist der fest vorgegeben und erlaubt es halt nicht. Also soweit mir bekannt ist, ist das auch mit keiner anderen Handelsoberfläche möglich. Mag mich irren, aber ich glaube es nicht. Okay, soweit. Gut, da kommt nichts, von daher gehe ich mal von aus. Das ist so. Okay. MetaTrader Virtual Hosting heißt es. Ja, also die Frage nochmal zum VPS. MetaTrader Virtual Hosting ist nicht zu vergleichen mit VPS. Funktioniert also nicht. Einfach vergessen, Haken dran. Wenn man halt irgendwie einen kleinen Automaten programmiert hat, der jetzt mit dem MetaTrader nichts zu tun hat, dann kann man das verwenden. Da macht es vielleicht auch Sinn. Ich habe aber keine Erfahrungswerte damit. Okay, so, was haben wir noch? Habe ich was übersehen, Andreas? Ich gucke gerade mal, was ist ein guter TRL beim DAX? Ja, genau. Hier am Schluss gerade noch eine Frage, die hat noch gerade mit dem vorangegangenen Thema zu tun. Wenn ich auf Hedge wechseln will, kommt die Meldung. Ja, also hier nochmal ganz kurz dazu. Wenn ich jetzt hier wechseln will, kommt die Meldung, dass Positionen geschlossen werden könnten. Ja, das ist normal. Das ist einfach nur eine Sicherheitsvorkehrung, weil der StereoTrader muss ja in der Lage sein, die vorhandenen Positionen mit dem neuen Modus zu managen. Und da kann es halt, das muss nicht unbedingt funktionieren, dass die Umschaltung da gelingt. Und deswegen kommt hier an der Stelle ein Warnhinweis. Das heißt, man sollte so oder so unter keinen Umständen sollte man, was heißt unter keinen Umständen, ja, es kann passieren, dass Positionen dann geschlossen werden, wenn man den Modus ändert. Deswegen kommt dieser Warnhinweis, wenn das so sein sollte, nicht wundern, dann hing das einfach damit zusammen, dass das halt einfach von der Logik her nicht funktioniert hat. Wenn ich das jetzt hier ändere, wird es wahrscheinlich keine Probleme geben, trotzdem ist dieser Hinweis entsprechend da, nur für den Fall der Fälle. Also am besten den Modus auswählen, bevor man eine Position eröffnet hat. Ja, wie man sieht, hat es jetzt hier funktioniert. Nur, um das mal zu zeigen, warum dieser Warnhinweis da ist, kann ich mal kurz demonstrieren. Ja, weil hier ist er jetzt so, das resultiert ja jetzt aus dem anderen Modus. Das heißt, ich habe hier zwei Einzelpositionen und zwei Stop-Loss. Die liegen nur genau übereinander, deswegen sieht man jetzt hier nur einen. In Wahrheit habe ich aber zwei. Ja, so, und das zum Beispiel könnte ich in einem anderen Modus ja nicht mehr darstellen. Weil der bräuchte ja einen Stop-Loss für alle Positionen. Das heißt, würde ich jetzt hier umschalten von Single Hedge, dann wiederum auf Stereo Future, spätestens hier ist der Warnhinweis berechtigt, weil es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, entweder streikt er jetzt oder es geht was verloren. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich tritt er aber in den Streik. Ja, genau. Da steht dann ja auch entsprechend, Positionen mit unterschiedlichen Stop-Loss wurden gefunden, Stereo Future kann nicht angewendet werden. Ja. Und da bleibt er einfach in dem Modus und da ändert sich dann auch nichts. Und das halt eben nur, die Logik wird halt dahinter einfach überprüft. So. Und deswegen, wenn ich flat bin, wie jetzt hier, dann kann ich natürlich jederzeit umschalten. Da kommt auch kein Hinweis, weil da kommt ja auch nichts ins Gehege. So, was ist ein guter Trail beim DAX? Fragt der Karl, es ist immer die Frage, wofür? Also es gibt ja nicht jetzt irgendwie den Pauschal-Trail, der dann halt mir jeden Tag da tausende Euros aus dem Markt rausschneidet, sondern es kommt dann wirklich immer darauf an, wofür. Für Swing, wie groß? Intraday oder über mehrere Tage? Wäre dann noch die Frage. Also generell ist es halt so, ich bleib mal hier, mach das andere mal zu. Generell ist ja so, jetzt bin ich hier im falschen Modus. Habe ich den nicht gerade umgestellt? Moment. So. Das ist halt der normale Trading Stop, oder was heißt der normale, ja? Das, was man kennt, hier straight, ist eigentlich nur der Vollständigkeit halber drin, kann man aber vergessen. Straight heißt ja einfach nur, ich laufe dem Kurs stupide hinterher.
Ja, wenn ich hier zum Beispiel, jetzt hier als Beispiel long gehe und sage straight im Abstand von 10 Punkten ab Erreichen des Triggers, das ist das Ding hier ja. Stop Loss mache ich mal kurz ein bisschen tiefer. So, dann würde das einfach nur bedeuten, sobald der Trigger erreicht ist, ich schiebe den jetzt mal drunter, damit er erreicht ist, würde jetzt einfach der Stop 10 Punkte, im 10 Punkte Abstand hinterherlaufen. Bringt überhaupt nichts, dann kann man genauso gut eine Münze werfen und entscheiden, ob man rein oder raus geht, weil es halt einfach nur hier ein stupides Nachlaufen ist. Und auch wenn das jetzt hier, keine Ahnung, vielleicht ein paar Punkte bringt, dann ist es halt aber eher Zufall. Ja, man sieht, der klemmt sich jetzt einfach hier direkt dahinter, der Trading Stop. So, wenn der jetzt aber hier runterkommt, dann bin ich trotzdem im Minus raus und beziehungsweise bin ich damit nicht weit gekommen. Und es gibt halt bessere Trading Stops im Stereo Trader, die durchaus mehr können. Und wenn man zum Beispiel halt jetzt auf Swing gehen möchte, das kann ich natürlich hier nicht zeigen, das würde jetzt viel zu lange dauern, dann nimmt man auf jeden Fall einen von der Abteilung hier, also zum Beispiel der PLH Peak. PLH Peak bedeutet, setzt sich, ja, ich lasse den mal kurz hier mal kurz zu Ende laufen, damit man nur das Beispiel von gerade nochmal sieht, wird man sehen, der kommt nicht weit, bei der Wohler sowieso nicht. Mal gucken, vielleicht sehen wir noch ein bisschen was. Aber ich erkläre es trotzdem schon mal, der PLH Peak, der guckt sich halt die letzten Kerzen an. Jetzt war ich schon fast raus hier. Der guckt sich halt die letzten Kerzen an und ja, ne, hat wahnsinnig viel gebracht, nämlich 41 Cent 0%. Also quasi auf Break-Even jetzt ausgestoppt. Und was halt wesentlich sinnvoller ist, also das ist halt der Straight, wie gesagt, kann man vergessen. Was zum Beispiel schon besser funktioniert, ich gehe mal noch kurz auf das ein, was ich hier zeigen kann. Zum Beispiel, ich bin long und sage zum Beispiel, ich nehme den TA6. TA6 heißt, er macht einen Durchschnitt auf den Tick-Chart von 6 Ticks. Moment, das machen wir nochmal. Ja gut, es sind natürlich hier Short unterwegs, natürlich nicht so einfach. Also der Markt-Short. Und TA6 bedeutet, also das wäre jetzt halt einer zum Skypen, das heißt, der guckt sich die letzten 6 Ticks an, bildet darauf einen Durchschnitt und dort hänge ich mich an, wenn jetzt nicht weglaufen, oder 12 Ticks zum Beispiel, und dort hänge ich mich dann halt dran. Das heißt, er bewegt sich, jetzt hier mit 10 ist sowieso viel zu viel für ein Tick Average, aber nur um es mal zu demonstrieren, mal vorausgesetzt, der geht jetzt nochmal hoch, wird man sehen, sieht man, ne? Der klemmt sich nicht an jede Zuckung direkt dran, ja, sondern das geht halt so ein bisschen gleichmäßiger, weil der halt eben die Zuckungen sozusagen halt, der sucht ja einen Mittelwert von diesen einzelnen kleinen Bewegungen und hängt sich an diesen Mittelwert dran. Man kommt damit teilweise sehr weit. Also gerade im, aber wie gesagt, nur im Scalping, ja, jetzt nur für ein paar Punkte, aber auf jeden Fall kommt man weiter als mit dem normalen Straight. Ja, es ist auf jeden Fall, hat es zumindest die Erfahrung gezeigt im Scalping. Wie gesagt, jetzt mit 10 Punkten natürlich Quatsch, ja. Es ging ja nur mal darum zu zeigen, wie der sich überhaupt bewegt, aber jetzt geht es gerade hier nur rauf und runter. Das macht jetzt hier wenig Sinn. Aber mit dem kommen wir zum Beispiel mit Scalping wesentlich weiter als mit Straight. Und um auf die Frage einzugehen, für Swing, ich kann versuchen, das jetzt auf einer Minute zu demonstrieren und wir stellen uns einfach mal vor, das wären Stundenkerzen. Gehen wir mal nochmal long. Dort kann ich zum Beispiel den PLH Peak auswählen. PLH Peak. So, mal erstmal hier den Trigger ein bisschen weiter. Stop Loss mal kurz weg. Beziehungsweise hier ein bisschen außer Reichweite. PLH Peak würde jetzt bedeuten, also mal angenommen, das sind Stundenkerzen, ja. Also letzten Endes ist auch egal, also beziehungsweise fast egal, ob jetzt Stundenchart oder Minutenchart. PLH Peak bedeutet, dass der Stereo Trader, der Trading Stop vom Stereo Trader, sich in der angegebenen Distanz, also jetzt hier zum Beispiel, das kann ich auch enger stellen, 5 Punkte ab Erreichen des Triggers, der liegt jetzt hier oben, klemmt er sich jetzt im Abstand von 5 Punkten an die Kerze dran, die das höchste Hoch gemacht hat. Ja? Also jetzt hier long. Bei Short ist es natürlich genau umgekehrt. Das heißt, wenn ich den jetzt hier aktiviere, lass den mal machen. Das sollte er wohl schaffen da oben. Und dann wird man sehen,
dass der sich dann halt hier drunter klemmt. Also die Kerze hat das, das letzte hoch gemacht, das höchste hoch. Das heißt Abstand 5 Punkte unter der Kerze. Das heißt, hier irgendwo müsste der Trailing Stop jetzt gleich hinspringen. Wenn mich nicht alles täuscht. Vorausgesetzt, er kommt da oben raus. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür. Und gerade halt, wenn man jetzt hier gegen den vorherrschenden Trend handelt, macht es vielleicht sogar Sinn. So, genau da ist er, wo die Maus stand. Ja, also 5 Punkte unter der Kerze, unter der fertigen Kerze, die das höchste hoch gemacht hat. Das ist jetzt die nächste fertige Kerze, die das höchste hoch gemacht hat. Er klemmt sich dort 5 Punkte drunter. Und man wird halt einfach sehen, wenn man nach dieser Methode trailt, kommt man halt eigentlich am weitesten. Also gerade wenn man Strecken machen möchte. Jetzt nicht für Scalping. Für Scalping ist es, macht es halt gar keinen Sinn. Und man wird halt eben auch sehen, dass der Markt auch schon so tickt. Ja? Also ich weiß nicht, welche Algorithmen da am Start sind bei irgendwelchen großen Anbietern, aber ganz offensichtlich ist es so, dass die ganz ähnlich vorgehen. Und so wird auch zum Beispiel jetzt so von so einer Kerze, die jetzt hier das höchste hoch gemacht hat, ja, also wir sind jetzt hier auf eine Minute, das darf man jetzt nicht so genau nehmen, aber je höher der Timeframe, umso genauer wird es dann entsprechend auch, die das höchste hoch gemacht hat, da läuft der nicht einfach mal drunter und macht dann ein neues hoch. Also das heißt, wenn die Kerze, ja, wenn das jetzt hier zum Beispiel der Stundenchart wäre oder auch 15 Minuten, dass die Kerze, die jetzt aktuell das höchste hoch gemacht hat, unter die läuft, davor und dann ein neues hoch macht, wird man fast nie erleben. Das passiert wirklich fast nie. Und entsprechend hat man so auch so ein bisschen Gewissheit, dass man zumindest in der richtigen Vorgehensweise sich an den Markt dranhängt. Ja? Also selbst jetzt hier auf eine Minute sieht man ja, also irgendwie scheint da ja was zu passen. Ja? Das heißt, auch hier sieht man, der geht nicht einfach da drunter. Und solange diese Kriterien erfüllt sind, kann ich mich da auch ganz problemlos an so einen, jetzt in dem Fall ein Ausbruch oder ein ganz kurzer Trend hier an der Stelle, kann ich mich da auch dranhängen und weiß zumindest, ich habe halt hier die richtige Entscheidung. Also beziehungsweise der Markt trifft für mich ja hier die Entscheidung. Weil wenn er da jetzt drunter geht, dann wird es halt irgendwann unsauber und in der Regel gibt es danach keine neuen Hochs, wenn der jetzt gerissen wird. Ja? Aber nochmal, wir sind hier auf eine Minute. Das heißt, es ist natürlich nicht so verlässlich, wie zum Beispiel im Stundenchart. Und das wäre dann auch, glaube ich, die Antwort. Am weitesten kommt man nach meiner Erfahrung mit im DAX, wenn man PLH Peak auf einer Stunde anwendet, also für Long. Ja, also Intraday, gut, der Tag hat natürlich jetzt nur 14 Stunden maximal Intraday, ja, von 8 bis 22 Uhr halt rechnet. Das heißt, wenn ich halt alles nur in eine Richtung habe und dann habe ich mit PLH Peak auf einer Stunde auf jeden Fall auch das Ding höchstwahrscheinlich gut eingefangen. Trail Abstand sollte man der ATR anpassen. 5 Punkte ist wahrscheinlich zu wenig. Da kann man schon ein bisschen mehr machen. Ich glaube, die ATR liegt aktuell irgendwo bei 130, also die durchschnittliche Länge von der Tageskerze. Und das heißt, wenn man zum Beispiel 15%, 10-15% von der ATR nimmt, also irgendwo so 15, 20 Punkte, stimmt jetzt nicht genau. Und dann kommt man da vermutlich schon relativ weit damit. Aber auch hier sieht man es ja, ne? Selbst ich bin jetzt hier nur auf eine Minute unterwegs und man sieht, das hält sich schon alles innerhalb von den, also die Kerzen davor definieren eigentlich die Grenzen, wie lange sowas sauber läuft und wie lange halt eben nicht. Wie gesagt, je höher der Timeframe, ich bin jetzt hier nur auf einer Minute, aber je höher der Timeframe, umso verlässlicher ist es. Eine Stunde im Index für Long, auf jeden Fall eine gute Entscheidung, gilt für den Dow Jones als auch für den DAX, wird nicht ohne weiteres verletzt und für Short 15 Minuten Intraday. Und manchmal kommt natürlich auch 30 Minuten weiter als 15 Minuten, aber ganz oft ist es so, dass wenn man Short geht und dort PLH Peak 15 Minuten mit einem Abstand von 5, kriegt man meistens den ganzen Ausbruch eingefangen, wenn er also Short geht. Ich kann das ja hier mal, wir können das ja mal irgendwie angucken, beziehungsweise ich kann ja hier jetzt erstmal kurz abwarten, was passiert, damit man auch mal sieht, wie verlässlich das auf einer Minute läuft, weil also ich behaupte, wenn der getroffen wird, gibt es erstmal kein neues Hoch, sondern erstmal ein neues Tief. Also das heißt, hier wird man nicht so schnell
gefischt. Und ich meine, hier sieht man es ja auch wieder, ja. Das war jetzt die Kerze mit dem höchsten Hoch. Da geht der nicht einfach drunter. Das macht er halt nicht. Beziehungsweise die Algos, die solche Geschichten steuern, die suchen sich ihre Grenzen auch in den Kerzen, die davor liegen. Da brauche ich keine Linien zu malen, Diagonalen oder sonst irgendwas, sondern meistens funktioniert das recht verlässlich. Also wie gesagt, PLH Peak. Eine Stunde für Long, 15 Minuten für Short. Bei Gold und Euro habe ich mir sagen lassen von diversen, die das angewendet haben, dass der Priax Trail da sehr verlässlich sein soll. Nur wenn ich jetzt umschalte, dann würde er jetzt hier springen, deswegen lasse ich das jetzt mal kurz. Also Priax heißt, der sucht sich entsprechend Außenstäbe und Ausdehnungen von Außenstäben und orientiert sich daran. Und das ist von der Logik halt ein bisschen anders. Das heißt, das hier wäre jetzt zum Beispiel ein Außenstab, ja, weil er hat halt, ganz knapp, hat halt nicht nur ein höheres Hoch, sondern auch höher geschlossen. Deswegen ist das ein Außenstab. Und das heißt, der Trailing Stop würde sich nur solche Außenstäbe entsprechend aussuchen. Und alles andere halt komplett ignorieren. Es ist ähnlich wie der PLH Peak, aber halt mit dem kommt man nochmal ein gutes Stück weiter. Und den muss man halt nur in Ruhe lassen. Ja, also da muss man halt mal ein bisschen mit rumspielen, entweder im History Trading oder auf dem Demokonto, damit man da auch mal Vertrauen dazu findet. Weil der Markt läuft dann natürlich auch schon mal ordentlich gegen einen, aber oft übersieht man, dass Gegenbewegungen eigentlich nur Innenstäbe sind und die halt nach den Regeln der Markttechnik halt überhaupt nichts zu sagen haben. Ja. Und auch hier sieht man jetzt, ja, der ist jetzt hier raus, so, aber auch nicht in der gleichen Kerze nochmal hoch. Kann natürlich jetzt passieren, dass es einer von den nächsten macht, aber in der Regel soll es jetzt hier erstmal, wenn das jetzt ein höherer Timeframe wäre, würde ich darauf wetten, wir kriegen jetzt erstmal ein neues Tief, bevor ein neues hochkommt. Eine Minute, klar, nicht ganz so verlässlich, aber auch da sieht man, so einfach hoch geht es nicht mehr, wenn der Trailing Stop von PLH Peak erstmal raus ist, sondern dann wird erstmal weiter unten versucht. Von daher hat man da schon eine gewisse Verlässlichkeit, sieht man ja auch. Ja. Hätten wir das gemacht, das Beispiel jetzt hier mit dem von vorhin, mit dem Straight, wären wir schon längst rausgeflogen. Ja. Also ich glaube hier, selbst in der Kerze wären wir schon weg gewesen. Und so sehe ich halt, alles klar, mein Stop ist hier gegriffen und erstmal gab es ein neues Tief. Ja, ich bin nicht einfach nur gefischt und dann nochmal hoch, sondern erstmal gab es ein neues Tief. So, jetzt kann es natürlich sich auch wieder drehen, das ist klar. Aber wenn man sich vorstellt, dass hier wären Stundenkerzen, dann habe ich auch hier nochmal eine Stunde Zeit, das Bild nochmal neu zu bewerten und dann halt auch nochmal neu reinzugehen. Weiß aber, die Stelle, an der ich gekickt werde, also wo dann mein Trading Stop gerissen wird, die ist erstmal richtig, weil danach kommt in 70-80% der Fälle erstmal ein neues Tief. Hatten wir hier auch, das sind natürlich hier nur ein paar Punkte, weil eben Minutenkerze. Okay. Der Karl bedankt sich. Ja, ich denke mal, das war auch verständlich. Gibt es aber auch alles in den Webinaren. Die kann man sich natürlich gerne mal angucken. So, dann fragt der Johann, der Safe-Standard-Button ist ja nur für die Lizenzierung wichtig. Also Safe-Standard. Safe-Standard ist das, was wir im Setup haben. Man kann ja, also ihr habt diesen Reset-Button jetzt noch nicht, gibt es nur bei mir im Moment. Das heißt, wenn ich etwas als Standard speichere, bedeutet das nur, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Einstellungen vornehme, ja, jetzt, weißt du, guck, ich mache mal hier irgendwie andere Farbe. So, machen wir hier mal sowas. So. Und wenn ich da jetzt sage als Standard, dann bedeutet das, ich glaube, in der alten Version wird das gar nicht angezeigt, aber als Standard gesichert und jeder neue Chart, welcher zuvor nicht gespeichert wird, beziehungsweise wurde, müsste es eigentlich heißen, wird mit den Einstellungen geladen. Und das heißt, wenn ich also was als Standard speichere, dann ist es einfach nur mein Standard für alles, was noch nicht irgendwie auf war. Wenn ich jetzt zum Beispiel Google aufmache, hatte ich glaube ich noch nie. Und dann sollte das jetzt an der Stelle mit den Standardeinstellungen auch geladen werden, die ich gerade gespeichert habe. Sieht man, ja, das hier sind die Farben, die ich gerade ausgewählt habe, beide eben als Standard gespeichert waren. Das hat mit dem Lizenzschlüssel und so weiter hat das nichts zu tun,
sondern betrifft einfach nur meine Standardeinstellungen für alles, was noch nicht offen gewesen ist. Okay, so, stellen wir hier nochmal zurück. Das ist ein bisschen schwierig erkennbar auch von den Farben. So, ist ein bisschen angenehmer. Okay. So, ansonsten kommt da gerade nicht mehr allzu viel. Matthias schreibt noch, bei mir funktioniert die Zeiteinstellung nicht mehr. Ich kann es zwar so einstellen, dass der Robot zwar die richtige Kerze anspricht, alle grafischen Linien fallen und das Estimate nach hinten verschoben. Brauche ich auch ein paar mehr Infos dazu. Matthias, kann ich so nicht ohne weiteres beantworten. Also da mal irgendwie, betrifft auch nochmal das Thema Programmierung. Ein Stück Quellcode einfach mal rüberbeamen. Und damit ich es zumindest mal nachvollziehen kann, was es damit auf sich hat. Okay. So. Ja, damit ist, glaube ich, tatsächlich alles bis auf die Programmiergeschichte vorhin von Peter beantwortet. Also wie gesagt, Peter, sei so nett, pack das mal in eine E-Mail, weil ich glaube, das wird ein bisschen umfangreicher. Und von daher müssen wir das da eher hinten dran packen. Das ist auch, glaube ich, sehr, sehr individuell beziehungsweise speziell an der Stelle. Macht, glaube ich, nicht allzu viel Sinn. Ja, das sieht doch so aus, als hätten wir tatsächlich alles hier geschafft an Fragen. Das ist ja der Wahnsinn. Und die Stunde ist genau um. Das ist ja auch der Wahnsinn. Ja, fast auf die Minute. Perfekt. Ja, ne? Ja, ist doch schön. Nee, ist doch gut. Wenn es kurz und knackig ist und dann halt eben auch die Sachen durch sind, die angesprochen wurden. Was ich halt hier noch kurz zeigen kann, ist, was jetzt eben auch noch, das, man sieht ja halt, ja, die Version 2.0, das wächst alles noch ein bisschen. Da wurde nämlich gerade die Frage gestellt, wann geht's da los mit dem Beta-Test? Sobald der Funktionsumfang steht, ja, also ich habe ja schon gesagt, es wird noch eine Zwischenversion geben müssen, weil halt doch noch zu viel eigentlich dazu kommt, also oder was ich gerne noch drin hätte, es gibt schon noch so ein paar Geschichten, speziell für die MetaTrader 5 Version, wird es halt ein Punkto Volumen ein bisschen was geben und beziehungsweise Markttiefe wird halt entsprechend auch angezeigt werden, das heißt, das wird aber dann eher einen Schritt nach hinten rutschen. Was aber halt zum Beispiel jetzt drin ist, sieht man ja hier schon bei der Statistik. Hier unten gibt es ein paar neue Buttons. Und wo ich halt einerseits, weiß ich, ob ich schon gezeigt habe, hier auf Reset, nee, Quatsch, nein, wollte ich doch jetzt gar nicht. Mal gucken, ob die jetzt noch da sind. Ja, das sind es noch. Also was man ja zum Beispiel sieht, ist halt, dass ich hier meine Trades einblenden kann. Ja. Das heißt, ich kann also da zum Beispiel mir im Chart kann ich dann letzten Endes meine Statistik anlegen und sehe ganz genau, was ist wo passiert, wo habe ich wie viel Verlust, wie viel Gewinn gemacht. Kann es übrigens auch umstellen, kann man sich schon mal merken, hier oben mit Shift-Klick auf irgendeinen GMV-Wert, also Gewinn und Verlust, stellt mir die Anzeige theoretisch um. Gestern war es noch so. Ah ja, funktioniert. Ja, kann ich also hier wechseln zwischen Punkte und Beträgen, beziehungsweise auch prozentual kann ich es mir darstellen lassen. Ja, das kann man alles recht bequem umstellen und betrifft dann auch hier alle Einstellungen im Pool. Die sind jetzt nicht sichtbar, weil kein Trade auf ist. Ja, aber nur mal zum Beispiel, wenn ich hier draufklicke und dann stellt er mir das hier oben in der Pool-Statistik um, aber eben auch hier mit den ganzen Trades und das kann man entsprechend ein- und ausblenden. Und so sehe ich halt immer ganz genau im Chart, was habe ich denn heute oder die letzte Stunde, wenn man zum Beispiel mit Scalping unterwegs ist, was habe ich denn da überhaupt gehandelt. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte oder eben halt auch hier Export. Dort kann ich halt einfach eine CSV-Datei dann exportieren und zwar dann auch pro Strategie und auch für den Zeitraum, der hier ausgewählt ist. Ja, wenn ich jetzt sage, ich will zum Beispiel gucken, diese Woche, das kann ich dann halt zum Beispiel dann auch exportieren und so kann ich halt die Strategien dann halt auch unterschiedlich miteinander auswerten. Das war jetzt zum Beispiel beim letzten Mal, wo wir hier
das Helpdesk-Webinar gemacht haben, waren die Sachen noch nicht drin. Das, wie gesagt, das wächst halt einfach jetzt die ganze Zeit. Und da kommt quasi jeden Tag jetzt momentan was Neues halt dazu. Und deswegen Beta-Test, sobald entsprechend der Funktionsumfang soweit dann eben auch feststeht, was alles drin bleibt und was alles reinkommt. Ganz kurz fragt der Karl hier noch, anzeigen, wie lange die Kerze noch läuft. Ja, das wird angezeigt, hier oben in der Uhr. Vielleicht, ich glaube, vielen ist es noch gar nicht aufgefallen. In der Uhr hier oben gibt es so einen kleinen Balken, ja, und der wandert einfach mit der Kerze. Wie man sieht, jetzt ist er ganz rechts und da das jetzt hier der Minutenchart ist, ist er jetzt ganz nach links gesprungen. Das heißt, hier sehe ich immer ganz genau, wo meine aktuelle Kerze steht. Ja, also jetzt hier ist, wie gesagt, auf einer Minute. Wenn ich jetzt auf eine Stunde gehe, steht er ganz links, weil wir gerade eine neue Stunde haben. Ja, 15 Minuten auch, 5 Minuten ist schon ein bisschen weiter. Ja, und so sieht man ganz genau, wie lange die aktuelle Kerze noch läuft. Das nur am Rande. Aber das war schon immer drin. Davon mal abgesehen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle den Schluss soweit. Danke, Frank, übrigens noch für dein Lob. Schreibt hier, StereoTrader ist echt das Beste. Ja, finden wir auch, ne? Sonst können wir es ja nicht machen. Und ja, an der Stelle kann ich gerne schließen und bedanke mich fürs Dabeisein. Auch danke an den Andreas, den ich vorhin auch hier falsch genannt habe. Das ist unglaublich, unfassbar. Das war die Strafe für Düsseldorf-Köln. Ich hab doch gar nichts Negatives gesagt. Nein, Gott. Alles gut. Ich brauche jetzt eine Ausrede, weißt du doch, damit ich mich hier nicht allzu sehr abwende. Nein, vielen Dank, Dirk, auch für das wieder sehr, sehr interessante Webinar. Und ja, ich kann nochmal darauf hinweisen, Stereo Trader Day, 13. April in Köln. Und ja, wenn Sie sich die Videos anschauen wollen oder auch die Aufzeichnung des heutigen Webinars, gehen Sie einfach auf unsere Homepage. Unter Training, Videos gibt es einen eigenen Kanal zum Stereo Trader oder natürlich auch auf YouTube. Ja, vielen Dank, Ihnen einen schönen Abend. Ja, und bis zum nächsten Mal. Danke, Dirk, viele Grüße nach Köln. Ja, viele Grüße zurück nach Düsseldorf. Danke für die Einladung. Okay, gerne. Danke, schönen Abend. Danke, dass ihr allen dabei seid. Bis dann. Tschüss. Ciao.